Hallo, willkommen bei Pöppelmann. Technische Kunststoffteile müssen heute eine Vielzahl von komplexen Anforderungen erfüllen. Bei jedem Projekt verfolgen wir das Ziel, Kunststoffteile so effektiv wie möglich zu gestalten. Wir beginnen damit so früh wie möglich und hören erst dann auf, wenn wir die beste Lösung entwickelt haben. Genau wie bei diesem Sensorhalter für ein Fahrerassistenzsystem. Hier haben wir zwei unterschiedliche Metallbuchsen umspritzt und eine Schraube mit Drehmomentüberwachung zur besseren Montage positioniert. Wir starten mit der Konstruktion, dem Design eines Bauteils. Aber eins passiert sogar noch vorher. Unser CarTech-Check. Bevor wir loslegen, prüfen wir jede Anfrage auf vier Parameter. Erstens das Material. Welches eignet sich am besten? Was muss es aushalten? Zweitens, und darüber sprechen wir gleich etwas ausführlicher, die Konstruktion. Drittens das Werkzeug. Wie viele Zyklen muss es bestehen? Wie viele Teile kann man in einem Durchlauf produzieren? Und viertens der Prozess, sprich, mit welchen Verfahren kommen wir am besten ans Ziel? So gelingt es uns, eine technisch und wirtschaftlich einwandfreie Lösung für Sie zu erarbeiten. Diese entwickeln wir transparent und gemeinschaftlich, so dass Sie immer wissen, wie der Stand der Dinge ist. Hier in der Konstruktion prüfen wir jedes Bauteil auf Herz und Nieren. André, hast du gerade was Spannendes auf dem Schirm? Ja, komm ran. Och, das Teil kenne ich. Ja, wir erzeugen hier 3D-Modelle, mit denen wir genau sehen können, ob das Kunststoffteil zum Gegenstück passt, ob es allen Anforderungen standhält und vor allem, welche Bauteiloptimierungen, also Funktionen, integriert werden können. Und das spart eine Menge Zeit und Nerven, wie du weißt. Wir können hier auf eine breite Palette an Tools zurückgreifen. Am Anfang steht immer eine 3D-Konstruktion wie diese hier. Dazu kommen dann Füll- und Verzugssimulationen oder auch FEM-Berechnungen. Umso mehr Entwicklungsspielraum und Vorlauf wir haben, desto besser wird das Ergebnis am Ende. Danke für den Einblick. Gar nicht für. Weiter geht's in der Montage. Hier verheiraten wir einzelne Elemente zu einer Einheit. So kann man das doch sagen, Christopher. Ja, das kann man so sagen. Denn ein Bauteil muss heute meist mehr als nur eine Anforderung erfüllen. Und was wir hier machen, ist das Montieren von einzelnen Kunststoffteilen. Es gab Zeiten, da war die aufwendige Montage Aufgabe von unseren Endkunden. Jetzt bekommen Sie eine Einheit, die Sie direkt verbauen können. Wir denken hier funktionsbezogen, denn am Ende soll dabei herauskommen, eine Baugruppe mit vielen Zusatzfunktionen. Zum Beispiel wie diese ZB-Manschette hier. Ja, besten Dank, Christopher. Ja, gerne. Die Integration von Funktionen erfolgt mittlerweile immer mehr durch Automation. Und bei Pöppelmann sind wir stets bestrebt, immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Aber da sehe ich meine Kollegin Petra Strohmann. Die kann uns bestimmt mehr dazu sagen. Hallo Petra. Was gibt's? Stichwort Funktionsintegration. Welche Möglichkeiten haben wir da? Generell gilt hier, wir können klein und schnell, aber auch groß und ausgedehnt. Um Funktionen zu integrieren, greifen wir unter anderem auf die 2K- und sogar 3K-Technologie zurück. Aber auch durch Automatisierungsschritte lassen sich Funktionen integrieren, wie bei diesem Modulhalter. Hier sorgen die Metallbuchsen für eine sichere Befestigung. Oder wie bei dem Ölrohr da hinten. Bei dem wird die Metallbuchse und der O-Ring komplett montiert. Und wenn es mal zu komplex für den einfachen Spritzguss ist, dann greifen wir auf verschiedene Fügetechniken zurück. Aber ganz gleich, wie anspruchsvoll ein Bauteil auch immer ist, eines unserer Hauptziele ist es, möglichst automatisiert zu arbeiten. Ja, schönen Dank, Petra. Ach, wieder eine nette Kollegin. Moin, Christina. Schickst du wieder Muster auf die Reise? Klar, in den Modefarben der Saison. Oh, schick. Christina sollten Sie unbedingt mal kennenlernen, wenn Sie nach einer Standardlösung für Kunststoffschutzelemente suchen. Abschließend kann ich sagen, dass es für uns enorm wichtig ist, frühzeitig unser Know-how kreativ einzubringen. Denn der gestalterische Spielraum und die verschiedenen Möglichkeiten erlauben es uns, unseren Kunden das perfekte Produkt zu bieten. Und da stellt sich für mich die Frage, wo beginnen wir bei Ihnen?